Hallöchen. Ja, Nicole und ich sind wieder unterwegs. Wir sind jetzt hier am Chiemsee gelandet, sind hier jetzt schon die zweite Nacht, haben wir die zweite Nacht übernachtet. Als wir ankamen, war so schlechtes Wetter, dass wir gar kein Video machen wollten und konnten. Und wir sind jetzt hier heute und scheint die Sonne. Und nachher wollen wir mal mit dem Roller, wir haben die Biene hinten in der Garage, wollen wir mal so eine Rollertour machen nach einer Bergbahn. Und ja, da zeigen wir euch natürlich auch ein paar Bilder von. Und hier vom Stellplatz, da mache ich morgen früh mal ein paar Fotos und ein paar Videoaufnahmen, weil im Moment die sind hier so voll. Und ich will hier nicht mit der Kamera zwischen den Leuten rumlaufen. Ja, ich verlinke den Platz auch unten in der Videobeschreibung natürlich. Preise und so müsst ihr euch da selbst auf der Webseite raussuchen. Die ändern sich natürlich auch immer. Ja, zurzeit ist 19 Euro, ne? Zurzeit, zum jetzigen Standpunkt. Ja, dann kommt aber noch Kuhabgabe oder Kuhtaxe dazu. 1,50 Euro pro Person. Ja, und Strom, wenn man haben will, muss man auch nochmal extra zahlen. 70 Cent, glaube ich, zur Kilowattstunde. Ja. Aber kann man alles der Webseite nehmen. Das ist hier so ein Kassenautomat. Man fährt hier einfach auf dieses Gelände zu. Da ist eine Schranke. Und wenn die Schranke aufgeht, ist auch noch ein Platz frei. Soll die Schranke geschlossen bleiben, ihr müsst aber schon wirklich bis mit der Schnauze vor die Schranke fahren. Sollte die geschlossen bleiben, ist halt der Platz schon belegt. Ja, dann tut uns doch leid, müsst ihr woanders hin. Ja, sonst noch sozusagen ist, ja, wird alles am Kassenautomat gemacht. Ihr geht dann zu so einem Kassenautomat. Da ist eure Kennzeichennummer schon hinterlegt. Die müsst ihr dann antippen und alle weiteren Angaben machen. Mit Karte bezahlen und fertig. Ja. Ja, das dazu. Wie gesagt, ich mache morgen früh fahren wir weiter Richtung Kroatien, Richtung Camping, soll ich noch nicht sagen, ist eine Überraschung. Und da mache ich mal ein paar Bilder von hier, da ist ein bisschen leerer, dann fahren wir auch zur Fähr- und Entsorgung nochmal und dann gucken wir mal weiter. Okay, ja, das soll es von hier jetzt erstmal gewesen sein, hier gibt es nicht viel zu zeigen eigentlich, gut, da ist der Chiemsee, da kann ich gleich nochmal hingehen, ein paar Bilder machen. Aber ansonsten ist das halt ein Wohnmobilstellplatz, ne? Ja, achso, ganz vergessen zu sagen, wir beide sind jetzt fast 6 Wochen, haben wir Zeit, sind wir unterwegs. Also wer sehen will, wo wir überall hinfahren, was wir alles so machen, unbedingt den Kanal abonnieren. Daumen nach oben nicht vergessen. Wir würden uns natürlich riesig freuen und bleibt dabei. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, hier mal ganz kurz einmal so ein Schwenk über den Platz hier. Wie gesagt, da ist voll, in dem holzverkleideten Gebäude sind die Duschen, die stehen jetzt beide auf. Und ja, Duschen, Toiletten, Fähr- und Entsorgung. Ja, das ist hier Bodeneinlass. Hier geht es so weiter rum. Da, wie gesagt, Duschen. Sogar gerade einen auf, kann ich immer einmal reinfüllen. Muss gemünzt werden. Und hier hinter ist jetzt ein Kassenautomat. Da erscheint dann euer Nummernschild in dem Display. Und alles andere wird euch dann vorgegeben. Ja, wenn ihr da durchgeht, kommt ihr direkt zum Chiemsee. Ein Bootverleih und allen möglichen Sachen. Ja, so sieht der Platz hier aus. Ja, hier. Platz Nummer 40, da haben wir uns hingestellt. Ja, und hier bleiben wir halt noch bis morgen. Und dann geht's weiter und wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Tschüss! Hallo ihr Lieben! Hallöchen! Ja, wir sind jetzt hinter dem Roller. Da sind wir zu dieser Hochplattenbahn in Markwartstein gefahren. Genau. Da waren so 10 Kilometer von einem Stellplatz entfernt. Ja. Jetzt wussten wir gar nicht. Guck mal, das sind so offene Dinger. Und da Jürgen ja Höhenangst hat, ja, ne? Liebe Grüße an Frank, ne, von Up and Down Binder. Ich gebe alles heute. Das ist schon eine Herausforderung, ja, für ihn. Drück mir die Daumen. Also wir werden mal gucken, wo wir dort oben landen. Und wir hoffen, dass wir euch schöne Bilder präsentieren können. Genau. Und ja, gucken wir einfach mal, ne? Ja, fahrt mal mit da hoch, ne? Ich sag mal, bis später. Bis gleich. Tschüss. Ja, hier ist jetzt diese Bergbahn. Gehen wir mit euch darüber. Dann kann man vielleicht sehen,
von wo nach wo die fährt. Ja, wir sind jetzt hier und fahren mit der Bahn dort hoch. Ja, und dann kann man noch eigentlich zu Fuß bis oben, da kommt Nicole aber mit der Hände nicht dran. Nee, da oben. Zur Hochplattenbahn da oben, da ganz hochlaufen. Ob wir das überhaupt machen, wissen wir noch nicht. Ne? Wir fahren jetzt erstmal da hoch. Bis dann. Ey, Papa, ich fahr mit dem Chrissi, gell? Nein, ich fahr mit dem Chrissi. Und ich fahr mit der Leine. Hallo. Hallo. Zweimal rauf und runter. Zweimal rauf. Leute, was soll ich sagen? Da ist ein Fangzaun. Extra für mich. Nein. Also man sieht es hier jetzt drin. Wir haben ja gedacht, da wäre zumindest noch so ein Bügel, ne? Aber da ist auch einer, Jürgen. Da ist ein Bügel. Ach guck mal, da ist ein Bügel. Das beruhigt mich ja ungemein. Oh nee. Als wenn da unerfahrene Bergsteiger auf Tour gehen hier. Ja, wie geht's dir, Jürgen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht ungefährlich. Zum Glück haben wir ja diesen Bügel gefunden hier. Nein, das ist ja nur 5 Meter hoch, wenn überhaupt. Ja, aber wenn ihr gleich mal wieder auf der anderen Seite mal schaut. Ja. Ja, und dann hat es 10 Euro gekostet. 10 Euro pro Person. Rauf und runter. Ne? Wenn man hier so eine... Diese Gästekarte hat. Gästekarte hat. Die kriegst du ja, wenn du da auf dem Stellplatz bist, kriegst du die automatisch. Genau. Aber ist ganz witzig mal. Ja, genau. Ja, ich schwing, dreh jetzt mal um. Da seht ihr mal, wie steil hoch das nachher geht, wenn die Kamera das überhaupt... Ah ja, ich glaube, sieht man nicht so gut. Mach ich gleich nochmal an. Herrlich, ne? Hört ihr was? Da hört ihr nichts, ne? Ist genau schön. Ist richtig klasse, richtig schön. Wir hätten ja auch da hochlaufen können, also. Ja, hätten wir. Falschen Schuhe an, ne? Falsche Schuhe an, deswegen fahren wir. Ich liebe die Tage, wo ich die falschen Schuhe anhabe. Da steht da links und rechts aussteigen. Wir können den Bügel schon mal hoch machen. Mal hoch. Hast du den Bügel? Ja, total bescheuert. Aber danke für den Tipp. Nach rechts und nach links aussteigen. Ja. Na und, wie war's? Ich habe da kein Problem mit. Ich auch nicht. So, da geht's wieder runter gleich. Letzte Abfahrt, 17 Uhr. So, wir gucken jetzt mal ein bisschen hier und dann zeigen wir euch noch ein paar schöne Bilder. Jetzt haben wir unsere Tour beendet. Genau. Und jetzt gestärkt mit Bier und eine Käseplatte. Ja. Oder Käsebrett. Käsebrett, genau. War aber lecker. Ja, war aber jetzt gut gewesen. Ja. Und jetzt fahren wir mal mit der Bahn wieder runter, ne? Wieder runter. Ich habe jetzt schon Angst.
Selbstständiges Einsteigen verboten. Mhm. Hallo. Hallo. Brauchst du die? Jetzt bleiben, wenn's wollt. Nö. Schmeißen wir da rein. Tschüss. Jups, jawohl. So. Hui, schaukelt. Wieder die Viecher vor uns hier. Jetzt geht's abwärts. Ach, guck mal, die Aussicht ist ganz anders, ne? Mhm. Schön. Herrlich, guck dir das an. Ja, aber der Wind ist jetzt ein bisschen kühl, ne? Mhm. Oh, guck mal, was. Oh, da bin ich alles hochgelaufen. Nee. Oh, jetzt siehst du erstmal, wie steil das runtergeht, ne? Ei. Jetzt wird's wieder gefährlich für den Jürgen. Ei. Hui. Gibt da so einen, der sagt immer, Jürgen in Gefahr. Wenn die Bremse nicht hält. Das ist schon heftig, ne? Mhm. Wie lange sind wir hier hochgefahren? Jetzt guck mal auf Uhr. Ich guck mal, jetzt haben wir 14:58. Und gucken wir mal unten, wie lange die fährt. Ich glaube, bestimmt 10 Minuten. Ja, also ist schon eine Strecke, ne? Aber total schön. Leute, das ist hier total ruhig jetzt. Kein Piep. Das ist total schön, diese Stille hier, ne? Auch dieses Gerät hier, wo drin sitzen, die machen überhaupt keine Geräusche. Nein. Das ist richtig herrlich. Hier kannst du richtig schön abschalten. Die schalten dieser Ding nicht ab. Pöller 13. Wenn wir den geschafft haben, kann nichts mehr passieren. Hi. Wir sind jetzt wieder unten. Gleich. Fast, ne? Wir sind jetzt, halt mal eben fest hier. Ich guck mal eben, wir sind jetzt oben gestartet. Schon fast 18 Minuten, also ich sag mal 20 Minuten fährt man hier. Ja, 20 Minuten. Hoch und runter, komm, ich nehme wieder. Mhm. 20 Minuten fährt man mit dieser Gondel da hoch. Oben sind wir ein bisschen herumgelaufen, habt ihr ja gesehen. Wir sind dann nachher noch was essen gewesen, haben dann noch ein Bierchen getrunken. Also es sind mehrere Almen oben, je nachdem, was Almen. Ihr, Almen, genau. Je nachdem, was ihr für eine Wanderung macht. Also ja, ist aber alles beschrieben da oben. Lohnt sich total. Wenn ihr eine Kurkarte habt, bezahlt ihr, wie gesagt, rauf und runter jeweils pro Person 10 Euro. Ohne Kurkarte dann 12. Ja, ihr könnt auch, werden wir euch gleich noch zeigen, unten an der Talstation könnt ihr sogar auch mit dem Wohnmobil hier hochfahren. Also es standen da schon 3-4 Wohnmobile, ja. Standen da auch. Und könnt das Ganze auch mit dem Wohnmobil besuchen, euch, euer Fahrzeug dort unten abstellen, euch in die Gondel reinsetzen und hochfahren. Ist super. Ja, ich guck mal, ob wir die Mikrofone überhaupt anhaben. Ich habe meine an. Du hast deins an? Ja. Dann ist auf jeden Fall Ton dabei. Ja, die letzte Talfahrt jetzt hier im Juni. Wir sind heute, haben wir den 6. Ich guck trotzdem mal eben. Ja. Ist heute haben wir den 6. Juni. Die letzte Talfahrt ist um 17 Uhr. Ja. Das passt. Ist total schön. Ja, genau. Also muss ich wirklich sagen. Und vor allem, was für eine Ruhe dort oben auf dem Berg herrscht. Also richtig schön. Auch so die Fahrt hier runter oder rauf. Also ist total entspannt. Wie ihr hört, im Hintergrund sind so ein paar kleine Wasserfälle. Und total romantisch und romantisch, einfach klasse. Ne? Ja, einfach klasse. Also gefällt uns unwahrscheinlich gut. Wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Jo. Und mal wieder so eine Spontanaktion. Also sowas planen wir nicht. Nee. Wir gucken einfach auf Google, was gibt es hier. Und ja. Da fahren wir dann einfach hin. Genau. So, wir machen jetzt hier Schluss auch. Wir zeigen euch gleich nochmal eben da, wo man mit dem Wohnmobil stehen kann. Genau. Und dann schwingen wir uns auf die Biene. Mhm. Und dann gibt es ein Eis. Hoffe ich. Schauen wir mal, ne? Spaghetti-Eis, wie immer. Ja. Zeigen wir euch dann. Bleibt dabei. Bis dann, ne? Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. So, ich lasse die Kamera jetzt einfach mitlaufen. Genau. Vorhin haben wir beim Bügel hochmachen vergessen, die Beine runterzunehmen. Und haben uns gewundert. Ja, dass er nicht hochgeht. Aber jetzt haben wir es raus. Achtung, du gehst nach rechts. Nein, vorne. Servus. Servus.
Der Adler ist gelandet. War schön gewesen. Ja. Und wie ihr sehen könnt, dort unten... Ja, warte mal, die sehen dann nicht, weil du daherläufst. Ja, ja. Stehen schon ein paar Wohnmobile. Ja. Also ist überhaupt gar kein Problem, hier mit einem Wohnmobil hochzufahren. Ja, hier ist ein großer Parkplatz, da kann man überall parken. Ja, ist total klasse. Ja. Könnt ihr also jeden fahren mit dem den Lift hier hoch und dann ja, ja, ein bisschen wandern oder so. Okay, ja. So, wie gesagt, jetzt Spaghetti-Eis-Aktion. Bis dann. Tschüss. Tschüss.